Freunde, ich hatte das Vergnügen, mit zwei der größten deutschen YouTuber im LS-Segment sowie diversen Freunden, die ihr sicherlich aus all möglichen Projekten schon kennt, drei Videos aufzunehmen. Dabei ging es natürlich auch um das realistische Arbeiten in der virtuellen Landwirtschaft und wie das funktioniert hat. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil. Willkommen zum großen Maishäckseln. Wir haben es Herbst und dachten uns, wir starten heute mal richtig durch. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Felix. Moin. Den Werner. Moin, moin. Den Dirk. Hallo. Den Tobi. Ja, moin, Sen. Und den Daniel. Hallo. So, da vorne qualmt noch der Misthaufen. Die ganzen Träger stehen schon bereit und auch die Häcksler sind schon bereit. Und ich würde sagen, einen habe ich vergessen. Der Merzi ist auch dabei. Moin. Der Merzi ist nämlich unser Häckslerfahrer heute. Vielleicht tauschen wir später auch mal die Position durch. Wir haben insgesamt drei Videos geplant. Vermutlich wird jeder mal alles machen. Da vorne ist schon ein bisschen was im Silo. Den Rest werden wir da heute vermutlich noch reinbringen. Und ich würde vorschlagen, jeder stellt mal kurz sein Gespann vor. Und dann setzen wir uns gleich auf den Bock und dann geht es los. Felix, willst du vielleicht kurz anfangen? Ja, also ich fahre heute im Häcksler. Das ist ein Krone Big X. Der hat ein Auslastungskript mit drin. Ich bin mal ziemlich gespannt, wie das so funktionieren wird. Fahre vielleicht in der zweiten Instanz dann noch einen Abfahrer, aber ja, das dann wahrscheinlich in einer anderen Folge. Heute sitze ich auf dem Krone. Genau, der Merzi, der hat sich schon auf den Klaas gesetzt. Merzi, was hast du da für ein schickes Gefährt? Ja, ich habe einen Klaas Jaguar 960 mit einem Klaas Orbis 750 Schneidwerk dran. So, und das Besondere ist, du bist ja auch in der realen Landwirtschaft tätig. Das heißt, du kennst dich ziemlich gut mit den Dingern aus, wirst uns heute vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen können. Mhm. Dazu also später noch mehr. Dann machen wir vielleicht mit Werner weiter. Werner, was hast du dir hier Schönes ausgedacht? Warum wird hier schon wieder gelacht? Das, ja, jetzt mal, das möchte ich jetzt mal bitte erklärt haben. Also ich darf heute einen wunderschönen Deutz Agrostar, glaube ich. Das waren 671, 165 PS, glaube ich. Ja, fantastisch. Mit 165 PS. Natürlich, das reicht vollkommen. Ja, mit zwei natürlich wunderschönen, ich bin glaube ich der Einzige, der Drehschimmel fährt, ne? Ja. Warum ist das eigentlich so, Jungs? Ja, also, warum ist das eigentlich so? Weil du der Einzige bist, der es kann. Ja, ja, das ist gut. Das wollte ich sagen. Ja, wir haben, glaube ich, alle zusammen dieses wunderschöne Gewicht vorne mit dem Haken dran. Das heißt, wenn wir mal irgendwie schwierig hochkommen, kann der Silofahrer uns ankuppeln oder anhängen und ein bisschen hochziehen, ne? Genau, das ist nämlich das ein Teil vom Röver-Pack, meine ich, ne? Und genau so ist das ist ganz wichtig, wenn wir dann später da hochfahren. Machen wir vielleicht mit dem, also Felix haben wir schon, machen wir hier mit dem Daniel weiter? Ja, ich habe einen Fendt 39, also 300 PS und hinterbei einen Reisch-Anhänger abkippen, aber nicht zum Schieben. Genau, ich habe hier so einen John Deere 7530, auch mit Reisch-Anhänger und dann haben wir noch den Tobi, wo haben wir ihn? Ah hier, genau, der steht schon vor seinem Gefährt, der hat einen Case. Genau, Case Puma 230 CVX mit einem Shootemarker-Abschiebewagen. Sehr schön, auch das, also hier wird vermutlich mit am meisten mitgenommen, ne? Ich weiß nicht, wie groß das Ladevolumen ist, aber ich denke, das ist relativ groß und der Dirk, das ist heute erstmal unser Silo-Boy hier. Genau, ich habe einen Xerion gespart. Nee, ich habe mir so gedacht, ich nehme mir so einen Xerion 3300 und also quasi noch einen aus der alten Riege. Und ja, da ist ein Röver-Schild vor und zum Schieben, zum Silageschieben. Und dann haben wir hier noch irgendwie so einen kleinen Klaas 830, das müsste, wenn ich mich nicht irre, ein Axion sein, ganz genau. Und da haben wir dann aus dem Röver-Pack auch den Haken. Ja, damit kann ich dann die Jungs mit in das Frontgewicht quasi einhaken und wenn es dann mal wirklich zu steil werden sollte, das Silo hochziehen. Streichen wir das die Jungs und setzen da den Werner ein. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Traktoren und die Häcksler und dann geht's los, oder? Merzi, warte noch kurz. Ich würde dann direkt nach dir rausfahren. Es gibt natürlich auch noch ein paar Details zu den ganzen Geräten und so, die werden dann später nochmal so im Laufe der ganzen Folge. Ich glaube, Felix, du weißt ja auch ein bisschen was zu den ganzen Getriebearten und so, ne? Richtig. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Jo. Wir haben schon mal so ein bisschen getestet und der Merzi hat uns eine Methode beigebracht, die könnten wir vielleicht am Anfang mal zeigen. Ja, wäre ich sehr dafür.
Ihr müsst vor mir rausfahren. Ich muss ein bisschen Bogen nehmen, Freunde der Sonne. Ja, aber ich hab mir gedacht, ich fähr nicht besser, oder stehst du ja auch schon. Ich steh spitz zum Zaun und soll das erste fahren, ne? Daniel, willst du vor mir oder? Nee, ja, gut, ja, dann. Ja, ich mach das schon. Ja? Okay. Absprache ist das A und O. Ne? Kann ich auch mehr das Drama hinter mir beobachten. Ist kein Drama. Wir sprechen dann später nochmal. Also Werner ist ja eigentlich der, der als erstes am Feld ankommen muss, ne? Wegen dem. Ja, aber ich stand sehr ungünstig, muss ich gestehen. Ja, dann machen wir dann nochmal Platz. Ja, wir lassen den jetzt hier alle gleich mal vorbei. Und dem einen richtigen Tag drauf. Vielleicht kommt das noch. So. Wir spielen hier auf der wunderbaren Map Talbach. Die ein oder anderen werden sie noch aus dem LS17 kennen. Die ist mittlerweile auch für den LS19 verfügbar. Findet ihr dann alles in den entsprechenden Modlisten. Und die haben wir uns ausgesucht, weil die wunderschön aussieht. Und auch fahrerisch einiges von einem abverlangt. Ne? Also gerade die Drehschiebelfahrer. Ja, könnte spannend werden. Felix, so. Pass am Bahnübergang auf, ne? Tut. Ich habe mir gesagt, ich reagiere da drauf nicht mehr, Jungs. Ach so. Ab was denn nochmal? Schranken, Bahnübergänge. Bahnübergänge. Findet Felix super. Felix ist einfach der Einzige, der dankbar über den Streik ist. Neuerdings in der Gewerkschaft im Übrigen. Mehr dazu später. Ehrlich. So. Ich muss ja sagen, obwohl wir das letzte Woche erst alles ausprobiert haben, habe ich unfassbar Bock wieder auf Hexe hier. Ja. Oh ja. Es macht doch immer wieder Spaß. Definitiv. Ich bin gespannt, was so alles passiert. Ich sehe schon, der Werner ist... ich sehe ihn gar nicht. Ist der Werner noch hier irgendwo mit dabei? Ich war gleich mal auf die Seite. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Ihr wisst ja, wie das ist. Natürlich. Er hat wahrscheinlich gerade einen Golf angehängt. Nee. Muss die kurz klären. Ja, danke. Die hat eine Anzeige. Kann ich mir gut vorstellen. Ausgestiegen und dann gleich, grüß dir. Kleine blutige Nase gehört dazu. Ja. So. Werner, wir bitten dich dann einmal vor und dann wird uns, denke ich mal, der Merzi noch ein bisschen was dazu erzählen. Denn Merzi hatte schon mal ein bisschen aus, dem fachmännischen Kästchen geplaudert. Ich habe ganz starkes Déjà-vu. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man jetzt anhäckselt, so sagt man, ne? Genau. Wenn man jetzt also sozusagen anfängt. Und Merzi, erklär doch jetzt einfach mal, wie ihr das im Betrieb macht. Genau, wie gesagt, ich bin ja vom Beruf Landwirt, arbeite auf einem großen Betrieb. Wir haben aktuell, also dieses Jahr 1000 Hektar ungefähr zu häckseln. Und wir haben halt noch viele HW80 bei uns im Betrieb, insgesamt 10 Züge, also sprich 20 Anhänger. Und wir hängen die Anhänger beim Ankabeln oder beim Anhäckseln, sage ich jetzt mal, beim Vorwender, hängen wir die immer hinter den Häcksler. Und ja, da würde ich mal sagen, fahren wir eine Runde. Und du kannst zurücksetzen, Merti. Ja, geht los. Okay, das bedeutet, also du hängst die beiden Drehschemel an, fährst also... Die ersten Bahnen rein. Ich würde als Zweiter quasi parallel links von dir mit rein starten. Ist das richtig? Du wirst quasi genau neben mir fahren quasi, ne? Im Relay würde es natürlich so sein, du wärst jetzt der Mann dafür und müsstest sagen, fahr durch. Das mal ungefähr so. Da müsste man dann abschätzen, wie ist der Ertrag und müsstest dann sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt noch eben mit Drehschimmel zum Beispiel hätten, oder so, du müsstest immer sagen, fahr durch, wisst ihr, du müsstest halt immer so ein bisschen regeln dann, ne? Ja gut, in diesem Fall bist du natürlich der Profi, deshalb regelst du. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir das jetzt für die ersten Bahn machen, also bei den ersten zwei Anhängern und dann, weil wir hier auch ein bisschen Platz nebendran haben, ne, fahren wir dann einfach nebenher. Genau. Ab dem zweiten Abfahrer. Aber ich wollte es mal irgendwie mir angeschaut haben. Ja, definitiv. Weil das ist ja doch, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wie gesagt, weil wir ja Werner ja mit die HW80 ist, müssen wir dann auch mal sehen, dass der Turm immer rechts ist, ne?
Ja, genau, so ist es. So, dass wir immer zur rechten Seite basen. Mhm. Also sagen wir, die meisten fahren, die ich kenne, die fahren eh immer mit dem Ohr nach rechts, ne? Tobi, übernimmst du den zweiten hier schon? Kann ich gerne machen, na klar. Oh, dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Na, ihr seid schon. Kommt der Case nicht vom Fleck oder was? Hättest du mal einen Deutz genommen. Ja, hättest du einen Deutz genommen. Felix, so, jetzt was geht hast das du los, für eine Geschwindigkeit ja. angepeilt? Ich würde mal mit 5 km/h reinprobieren. Wir müssen natürlich gucken, dadurch, dass ich hier das Auslastungsskript habe, mal gucken, wie sich das Ganze so verhält. Wir haben auch eine Reha-Modifikation drauf, ne? Wir haben hier eine Reha-Modifikation drauf, also generell haben wir Reha. Der ist hier noch ein bisschen mit dem Widerstand angepasst. Wie sich das Ganze jetzt bei den Maschinen verhält, müssen wir natürlich mal probieren, ne? Das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ja. Boah, jetzt sind schon alle direkt in Arbeit hier. Herrlich. Außer Dirk, der macht noch Kaffee. Ne, das stimmt nicht. Ich fahre schon fest. Hier kam eben ein Taxi vorbei, bin ich eingestiegen und hab gedacht, komm, perfekt. Fang schon mal an, falls jetzt die Drehschäme zuerst kommen, dass der auf den kleinen Hügel hier hochkommt. Das ist sehr, sehr gut. Vorausschauend fahren. Taxi fahren. Merci, was macht ihr davon für Geschwindigkeit? Fahr aktuell 7. 7. Und da hebt man mal ein bisschen an, Tobi. Wir haben ja schon mal einen anderen Häcksler mit einem Auslastungsskript ausprobiert. Das war ja stehen als fahren. Ja. Aber hier beim Krone scheint das jetzt doch etwas realistischer zu sein, ne? Es funktioniert jetzt einfach mit der Schneidwerksbreite und der Leistung und so weiter und so fort. Also bis jetzt. Mal schauen. Mit 7 km so. Ist er schon stark an der Grenze. Wir sag mir nochmal, ob ich weiter vor wollen oder soll ein oder ein Stück, passt. Ein Stück weiter vor wäre super noch, ja. Perfekt. Super. Wir haben uns auch extra dazu entschieden, jetzt nicht den 1050 oder den, keine Ahnung, Quadtrag oder was auch immer rauszupacken, sondern ein bisschen was Kleineres zu nehmen, weil es könnte vorkommen, dass wir heute auch ein bisschen Probleme haben mit der Steigung oder mit den Bodenverhältnissen oder was auch immer. Das ist ja dann vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Es hat ja auch erst geregnet. Ne? Richtig, genau. Richtig. Es hat ist erst alles geregnet. Zu erwarten. Ja. Gerade es, ja, ich wollte gerade sagen, es gibt... Sag mal, also, habe ich irgendwie einen Pfeil am Kopf oder was ist mit dir? Nee. Es gibt Gespanne, da könnte es spannend werden, ja. Also, ich würde so locker ziehen mit 160 PS. Ja. Mir auch gehört, also. Also wie gesagt, wenn ich im Real-Life unterwegs bin, bin ich ja mit dem MF 7680 unterwegs, also mit einem Vario-Getriebe drin von Fendt. Und wie gesagt, ist manchmal fahren an Limit, aber ja. Ein bisschen nass ist, aber das geht alles, ne? Wie viel PS hat dieser MF denn? Ja, 175 PS. 175? Ah, 10 PS ja. mehr. Ja gut, aber beim Vario kann man 30 PS abziehen. Stimmt, das kommt. Der zieht so viel Leistung, das ist sagenhaft. Man sieht da irgendeine Berge. MF bietet ja zum Beispiel noch der Düna 6 an, also das Schaltgetriebe. Und der geht die Berge ganz anders hoch. Der hält fest und bei dem Vario hast du so viel Verluste teilweise, das ist... Werner, hörst du das? Perfekt, denn der Werner, der hat ein Lastschaltgetriebe. Ah, bitte stehen bleiben. Ein Same 16-Gang Lastschaltwendegetriebe. Genau. Also ich kann ja auch. Also ich habe schon Automatik genommen, aber ich habe hier Lastschalt und einmal die höchste Stufe. Also Moment. Ich kann ja auch umschalten. Auch mit Allrad-Differentialsperre, alles da. Richtig. Genau. Bei der Konfiguration, die Felix und ich ausgewählt haben, haben wir glaube ich nur 2 Gänge, ne? Ja, wir haben Autopower, wir haben eigentlich gar, also doch Fahrbereiche haben wir, glaube ich. Ja, also genau. Aber wir sind, Gruppen wir haben, ja, Übersetzungen, Acker. Sagen wir vielleicht, also wir haben ja, wirklich ein stufenloses Getriebe mit drin. Ja, genau, bleibt halt noch zu sagen, dass wir natürlich mit dem VCA fahren und dort, ja, alle möglichen Getriebe eigentlich mit am Start haben. Und auch Allrad und Differential. Ja, ob wir es brauchen, wir werden sehen. Ich war konsequent immer ohne. Selbstverständlich. So, Daniel, du kannst. Kann ich. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Wir sind bei 53%. Achso, man sieht jetzt vielleicht. Ja, vielleicht ich würde schön. Mal anhalten. Ich bin jetzt quasi eine Runde gefahren, sag ich jetzt mal. Dann sieht man, die Anhänger sind voll.
Und da würde der Werner würde sich jetzt die Anhänger anhängen. Und dann, wie gesagt, wenn wir jetzt noch einen Zug hätten, den hätte ich abgehangen, dann hätte ich mir den dann halt hinterhangen, ne? Ach so, im Prinzip wäre dann so in deine Hexe-Richtung der zweite Zug rangefahren und du hättest dann angekoppelt. Werner, ich mach das dann eben für dich. Kannst du drin sitzen bleiben? Stopp, stopp. Danke. Okay, also das heißt, du bist in eine Schleife gefahren, dann können wir weiterfahren und... Genau. Ich nehme einfach meine Bahn weiter, wie sie ist. Mhm. Sehr schön. Ja, genau. Dann springe ich immer wieder rein. Das läuft hier, als hätten wir unser Leben lang nichts anderes gemacht. Ja. Ich hab nichts anderes gemacht, also bitte. Ah. Ich bin noch mal ein bisschen langsamer, Tobi. Ich bin noch mal auf 5 km/h. Ja, ich halte mal manuell. Ja, hier ist noch ein bisschen Verkehr gerade. Bin schon weg. Guck, guck, guck. Das heißt, Werner, wie viel hast du jetzt geladen? Ich habe jetzt geladen 36.000 Liter. Okay. Geh mal hoch auf 7, Tobi. Ja, okay. Nee, ist zu viel, ist zu viel, ist zu viel. 5. Aber warte, du bist so ein bisschen mit Gras reingefahren, glaube ich. Du musst mal runter auf ausschalten, glaube ich, nochmal. So, Martin, du hast gesagt, ich kann hier auch über den kleinen Grünstreifen einfach auf die Straße raus, ne? Ja, kannst du mal ausstellen, gucken. Also, gehen wir mal auf 6, das ist zu viel, ich muss auf 5 bleiben. Ja, bleib auf 5. Wie gesagt, mach ich das in Real Life auch, sag ich jetzt mal, oder viele andere. Du steigst, wie gesagt, wenn da kein Feldweg in der Nähe ist oder so weiter, dann steigst du halt mal aus, guckst, ist die Beschaffenheit, kann ich da rüber fahren oder nicht? Ne? Und dann fährt man dann halt drüber, ne? Ja. Ja gut, der nächste wäre in diesem Fall ein Stück weit weg, ne? Und gar nicht so einfach zu erreichen jetzt. Eben, und jetzt muss ich hier praktisch 3 Meter über den Grünland fahren, da bin ich aber auch schon auf der Straße, ne? Okay, das ist hier steil runter. Mit 4 an. Der schiebt ordentlich, oder? Ja, meiner jetzt nicht so, aber also so. Tobi musste gerade ganz schön... Ja. Ja, merkst du das Gewicht. Bremse. Selbst bei mir ist es nämlich so, dass ich gerade ohne Gewicht schon gemerkt habe. Ja, sehr gut. Das geht bergab. Deiner ist 50, Felix, ne? So, dann kommen wir hinterher. Bitte? 7 Meter. Ja, sie auch 57, ja. Auch 7. Ja. Und dann probierst du einfach von hier drauf zu fahren. Jo, das bringe ich hin. Kommen wir bis vor, Tobi? Ah, wir sind jetzt bei 92. Könnte reichen. Dann schauen wir mal. Wie viel hast du, Daniel? Ich 56. Okay, dann ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich... Ah, ich warte jetzt mal ab, aber ich denke mal, ich werde eher den Daniel als den Tobi ablösen, oder? Damit vorne weiter... Ja. Der ist ja... Los, wenn du links überholst. Ja, nee, ist richtig. Wir werden ja sicherlich noch eine Vorgewenderunde drehen, ne? Perfekt. Und Leute, wenn ihr das sehen könntet, ne? Werner, als wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Guck ich mir später an. Muss ich jetzt wirklich mal loben. Ach so, ja gut. Also das ist echt krass. Richtig, richtig gut. Und vielleicht? Ja. Ja, voll. Also, Applaus. Applaus, Applaus. Und da ist das schon wieder weg. Übrigens, ihr könnt den Merzi auch auf Twitch verfolgen, ne? Also da machst du ja auch manchmal, du hast ja nicht nur die MVP gebaut für den LS19, sondern du hast bist auch manchmal in der realen Landwirtschaft sozusagen live, ne? Genau, bin ab und zu mal live, sag jetzt mal. Jetzt in letzter Zeit war viel vom Big M gewesen. Oh ja, und jetzt in nächster Zeit werde ich wieder die Mais stoppen. Moment. Mit ja, ist Big gut. M Murchen. Ja, Agrarservice MVP. Agrarservice MVP einfach mal gucken, wer dahinter ist. Genau, es ist auch alles in der Videobeschreibung, genauso wie Felix, Werner und alle anderen, die hier dabei sind. Ne? Jo, wir würden jetzt dann wahrscheinlich nochmal eine andere Variante einsetzen. Merzi, du kommst da hier schon, während wir jetzt abfahrbereit sind. Was machen wir da jetzt? Du nimmst den anderen Streifen noch und... Genau, ich würde jetzt sagen, wir nehmen den anderen Streifen und du fährst trotzdem noch runter. Du würdest oben dann einen Durchbruch machen, oben ich jetzt gemacht habe. Ja. Wenn du oben angekommen bist. Ja. Also bitte bedenke, ich muss halt rechts von dir bleiben, ne? Das ist klar, weil du hast ja auch die Konfiguration deiner Anhänger so. Genau. Ja, Ansgar, ja, war gut. Ja, so, okay, los geht's. Ja, Ansgar ist egal, der ist Hopfen und Malz verloren. Was denn? Ja, ich gebe hier alles. Was hätte ich machen sollen? Ja, wenn wir sagen, wir fahren rechts von der HW8. Der Baum. Aber egal. Ach so, nee, ich kann auch noch wegfahren. Ich fahre jetzt runter. Nee. Hab ich nicht zugehört. Wir werden 5 km/h fahren, Werner.
Jo. Tobi, du musst hier mehr links rüber, du hängst im Baum. Hm, ich sehe das schon. Ja, das müssen wir da jetzt aufpassen, auch für die nachfolgenden. Moin! Kaffee ist ja abschieben, wir waren ein bisschen zu hoch. Ja, der könnte mit dem anderen noch ein Stück vor, wenn es geht. Ja, kannst du gerne. Mhm. Ja, super. Bis ganz hinten durch. Ah, perfekt, Merzi. Du machst dann also die letzte Bahn, hast du da drüben noch in dem Stück und verstehe ich jetzt, okay. Warum ich den Durchbruch mache. Alles klar. Mhm. Hast du da einen Ansatz, wie viele Bahnen man dann freilässt? Wir haben ja hier, müssten schon ein GPS haben, ne? Also in Relive gibt es ja die verschiedensten Varianten. Du kannst dann einen Häcksler mit GPS bestellen. Ne? Ja. Wie gesagt, und dann gibt es, wie gesagt, du bist auf einer Arbinie gefahren, so wie wir die gemacht haben da oben, beziehungsweise Eck. Und dann gibt es halt noch einen Reihentaster, ne? Der tastet sich quasi rein lang. Ja. Da ist er dann meistens aber so. So kenne ich das von damals noch, wir haben dann eine Maislegemaschine von Querneland und was hat die 16, 12 oder 16 Reihen, das ist jetzt gerade ein Riesenteil, das ist jedenfalls. Und da ist jedenfalls so, die hat ja einen Spurenreißer und das schmeißen sie aus und danach können sie sich richten und gucken, dass sie nicht so viel, dass sie quasi, wenn wir mit zwei Häcksler fahren, dass sie nicht so viel, dass sich die Häcksler volle Puller, ausnutzen, ne? Mhm. Von der Leistung her, dass nicht nachher noch 2-3 Reihen stehen bleiben. Dann vielleicht die Lenkachse sperren? Werner, wir können mal versuchen. Oh, Moment. Moment, ich habe ein technisches Problem. Storno! Geht ja auch. Aber das war tatsächlich ein Bedienfehler. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Junge. Ah, Ansgar, komm mal rechts. Bitte, weiter geht's. Ja. Ja, bitte. Lass mir nicht hängen, Deutz. Ah, der fängt das schon an, ne? So ein bisschen hier zu wühlen. Ja. Bisschen Spannung gehört dazu. Schwierig hier. Also die Jungs, die hier auf Silo fahren, bitte alle ziemlich nah an der Silomauer. Weil sonst bleibt ihr im Baum hängen. Okay. Jupp. Nicht schön. Ah, nicht so weit, Werner. Nicht so weit wohin? Tobi, hast du gerade die Erfahrung gemacht, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Denk da nur, warum geht das nicht weiter? Ich wollte erst schon sagen, ja, oh, guck dir das an, eingespieltes Team, bla bla bla, und dann, oh nee! Ja. Da zieht er das Deutsch, da zieht er. Ja. Ja, guck, wie er wickelt da hinten. Geht. Ah, du bist 84%. Tobi, wann bist du wieder da? Ich bin jetzt gleich bei der Unterführung. Mhm. Okay, dann wird das eine Punktlandung. Ich gebe alles. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ich muss ja 5 Knöpfe drücken, damit es weitergeht, Jungs. Dann noch Kohle aus dem Keller holen, ne? Ja. Du hast es so gewollt. Tja. Ja. Die letzten PS rauskitzeln. Bin immer noch zufrieden damit, muss ich sagen. Ist doch ein sehr schönes Bild. Wie fahren wir dann gleich zurück, Felix? Ich werde gleich durchstechen. Wir ziehen jetzt einmal noch hier links rum, nach oben. Quasi diese kleine Linkskurve. Dann werde ich nach links wenden. Und wir gucken mal ein paar Bahnen weiter wieder rein. Stechen durch, sodass wir dann wieder eben mit dem anderen Häcksler zur gegenüberliegenden Seite arbeiten können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, gut. Ich folge mir einfach. Ich fahre erstmal vor und dann. Alles gut. Oh, Ansgar, wie viel Prozent hast du? 90. Wow. Ja. Also, es reicht. Bitte? Ich würde jetzt losschicken aus Strategiegründen. Genau, ich würde auch sagen, dass ich jetzt nach der Reihe hier schon losfahre. Weil sonst, dann kommst du rechts nach mir. Das ist auch ein bisschen lästig hier schon mit dem Johnny zu fahren. Der kämpft schon. Okay, sehr schön. Hat von euch jemand zufällig eine Frontlader-Konsole? Ja. Nein. Nee. Ja, doch, habe ich. Könntest du dir einen Frontlader irgendwo besorgen? Weiß ich nicht. Eine Schaufel? Weil hier liegt jetzt so ein bisschen was daneben. Machen wir mal zur nächsten Folge. Ja, okay. Ich werde da mal beim örtlichen Händler anrufen. Ja, mach mal. Ja, spannend. Vielleicht hat er noch einen da irgendwo stehen, den du es nach morgen kannst. So einen alten, der Kummer gewohnt ist. Ja, genau. Aus dem Weg! Also Merzi, ich habe jetzt mein Bestes versucht, das halbwegs einzuschätzen. Ja. Schauen wir mal, ne? Grüße! Ach, Mahlzeit! So, wir stechen dann jetzt hier einmal
durch. Das wird jetzt natürlich schwierig. Warte mal, jetzt haben wir, Merzi, jetzt haben wir ein Problem. Halt mal kurz wieder an, Werner. Wir sind im Problem. Ganz ruhig weiter. Ich muss hinter meine Persönlichkeit schmeißen. Und in den zweiten Anhänger von Werner rein. Warte. Wenn ich komme, können wir beide reinschmeißen. Ich kann dir theoretisch auch die Anhänger abkuppeln, wenn du möchtest. Ja. Ja. Oh, Leute, das ist kein Spaß mit dem Johnny zu fahren hier. Doch. Weil dann, warte mal, ich kuppel ab. Los. Ich kuppel ab. Okay. Okay, weil der so macht. Genau. Nur zum Durchstechen. An die Tür klemmt, warte. Das wäre dann im Prinzip, ja, okay. Das wäre dann im Prinzip das letzte Mal, dass wir das so rummachen. Ich habe glücklicherweise eine Rückfahrkamera. Ach ja, ja. Da könnt ihr ja sonst nichts. Ja, nee, also, ne, ja. Natürlich. Kann auch gleich ankuppeln, wenn du möchtest. Ja, sehr gern. Da ist aber hier stürmisch das Gerät. Ja, Werner hat jetzt einem Deutsch auch schon eine Klimaanlage. Ja, haben wir die Anbau nicht. Geht schon. Kein Landwirt jemals. Ich habe die Frontscheibe, das reicht. Ja. Merzi, ich komme nicht mehr ganz in die Spur rein, glaube ich. Noch wenn ich ziehe rüber, ist er nicht weiter schlimm. Okay, machen wir so. Bitte fahren Sie rüber, Daniel. So, ich fahre mal auf die andere Seite des Ackers. So, wir werfen jetzt hier in die Anhänger rein. Genau, du fährst auf die andere Seite und dann kann ich dir die ja wieder übergeben. So, Felix, vielleicht kannst du mir die vorne so ein bisschen an die Seite stellen, dann würde ich die wohl abkuppeln. Also hier an die rechts meinst du mit der... Ja, genau. Ja, so passt das ja, dass du nicht in den Bäumen hängen bleibst und jetzt nur gleich beim Kippen aufpassen. So, die erste hast du schon hinter dir. Jetzt kippen. Ehrlich. Bei der nächsten bitte aufpassen. Geht noch ein Stück. Weiter. Ja, und jetzt weiter. Ja, top. Jo, glaube ich, kannst du so lassen. Ich bin eh gleich wieder weg. Herrlich. Drin? Mhm. Ihr fahrt jetzt hier doch dieses andere rechts außen. Ja, da ist ja Außenkabel. Ja, das wäre in. Das fahrt ihr jetzt hier. Genau, du auch, oder nicht? Ach so, hinter dir her quasi. Genau, komm mal einfach. Ja, dann zieht ihr erstmal vor. Weil Werner braucht, glaube ich, auch ein bisschen Platz. Geht. Kommt da schon wieder irgendwer? Bin gleich unterwegs zu dir. Oh, Werner, um Gottes Willen. Haben wir das 7 km/h. Ja, Felix, ich würde fahren, ne? Ja. Ach, du würdest losmachen schon. Naja, wenn du jetzt hier... Lohnt sich ja nicht, ne? Also so viel ist da nicht mehr Platz. Naja gut, okay, alles klar. Dann, Tobi, kommst du hier auf die andere Seite gleich? Ich komme rum. Daniel, wie voll bist du? 50%. Ah, sehr schön. Da kann ich ja noch einen Kaffee trinken, du. Solange du jeden einen mitbringst, ja. Ja, das wäre schön. Na gut, alle Fragen. Wer wie kabelt, wer wie ablädt und wie Werner sein Konvoi durch die Wälder manövriert bekommt. All das sehen wir noch in den nächsten 2 Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne überall einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was so eure lustigen Erfahrungen mit dem Häckseln sind, wenn ihr das schon mal vielleicht im LS oder auch in der Realität gemacht habt. Worauf ihr vielleicht noch geachtet hättet und wie ihr so das im Feld so alles steuert und macht. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gern bei allen anderen vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, sagen wir alle Türkis. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Ciao.